Tag. Sie sind im Bildungsbereich tätig und wollen Ihre bestehenden Lernmaterialien, wie zum Beispiel Videos oder PDFs, effektiver und zeitsparender in der Lehre nutzen. Wenn Sie Videos im Unterricht einsetzen, kennen Sie wahrscheinlich das Problem. Als Lehrende können wir häufig nicht beurteilen, ob und wie die Lernenden mit dem Video lernen, weil meist der Rückkanal fehlt. Als Lösung wollen wir Ihnen heute SmallPart vorstellen. Mithilfe der Softwarelösung SmallPart können Sie aus einem unidirektionalen Medium wie einem Video ein interaktives und bidirektionales Lernmedium erstellen und das ganz einfach und kostenfrei für Ihren Unterricht nutzen. Mein Name ist Birgit Becker. Ich bin Geschäftsführerin der eGroupware GmbH, eine Firma mit 20 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung. Neben mir sitzt mein Kollege Arash Tulu. Hallo zusammen, ich heiße Arash Tulu und arbeite unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachdidaktik an der TU Kaiserslautern und bin zuständig für didaktische und pädagogische Entwicklung von SmallPart. SmallPart ist ein interaktives Online-Tool, mit dem Sie typische Lernmedien strukturiert für den Unterricht aufarbeiten können und das ganz ohne Urheberrechte zu verletzen. Das gemeinsame Projekt von eGroupware und der TU Kaiserslautern wird kontinuierlich nach didaktischen und psychopädagogischen Aspekten validiert und weiterentwickelt. Arash, wer setzt denn jetzt SmallPart aktuell schon ein? Aktuell setzen einige Lehrerinnen und Lehrer das in der Schule ein. Wir haben Dozierende an verschiedenen Hochschulen, die das Ganze benutzen. Fahrschulen, Forschende bei Videoanalysen und auch Studierende. Wir sind in der Lehrerausbildung und die benutzen das Ganze für ihre Praktika und andere Einsätze. Wie kann man denn SmallPart nutzen? Muss man dafür irgendwas installieren oder gibt es Voraussetzungen? Nun, man braucht nur einen Internetzugang und einen Browser, sonst nichts. Denn SmallPart wird als eGroupware-Anwendung auf einem Server bereitgestellt. Die Anwendung läuft entweder im eigenen Rechenzentrum auf dem eigenen Server oder Sie nutzen die eGroupware Cloud, die in Deutschland auf deutschen Servern betrieben wird. Damit ist SmallPart plattformunabhängig, also egal, ob Sie Mac, Windows, Linux, ein Tablet einsetzen und das Ganze ist datenschutzkonform und sicher. Aber die Frage ist jetzt natürlich noch, wie sieht es mit Anmeldung aus? Braucht man extra einen Benutzer, ein extra Passwort? Wie sieht das da aus? Nicht unbedingt. Am einfachsten nutzt man SmallPart über eine LTE-Verbindung. Standardplattformen wie Moodle, OpenOLAT oder IDIAS haben integrierte Schnittstellen für LTE, sodass man SmallPart dort einfach als Baustein im Kurs integrieren kann. Wenn man keine separate Lernplattform verwendet, kann man sich auch direkt über SSO-Schnittstelle mit dem Schulaccount oder Firmenkonto anmelden. Diese Option wird über das eGroupware Framework sowie die Univention Integration ermöglicht. Natürlich kann man sich auch über ein eGroupware Benutzerkonto direkt anmelden. Was ist denn jetzt SmallPart, Arash, und worin unterscheidet es sich von anderen Systemen? SmallPart als Softwarelösung unterstützt verschiedene Lernmöglichkeiten. Von mediengestützten Lernvorträgen, sogenannte Learning Lectures, die Aufgaben zu den Videosequenzen enthalten können, bis hin zu Prozessanalysen mit didaktisch weitgehend unbearbeitetem Material und alle Mischformen davon. Ein weiterer Vorteil von SmallPart ist, dass sowohl Lehrende, also Sie, als auch Lernende Notizen, Fragen und Bildmarkierungen im Videobild oder PDF hinzufügen können. Das geschieht in Form von sogenannten Kommentaren durch wenige Mausklicks, sekundengenau in Videos oder seitenbezogen in PDFs. Natürlich können Lehrende mit wenigen Klicks Videos und PDFs mit verschiedenen Fragetypen anreichern, didaktisieren. Das sind Standardfragetypen wie Single- und Multiple-Choice, aber auch spezielle In-Bild-Markierungsaufgaben. Das gibt es so nur in SmallPart und selbstverständlich alles autokorrigiert. Ja, die Bildmarkierungsaufgaben klingen spannend. Lass uns die doch mal genauer anschauen. Sehr gerne. Im Ganzen sieht es so aus, wir haben das Video und parallel dazu die Frage. Zum passenden Zeitpunkt erscheint die Frage und das Video wird angehalten.
Zum Antworten muss man die jeweilige Antwort auswählen und das Ganze im Videobild markieren und speichern. Damit war's. In wenigen Klicks habe ich beantwortet und das Ganze ist autokorrigiert. Ja, super. Dann, wenn ich so eine Frage erstellen möchte, schaue ich mir als Lehrender auch einfach das Video an, klicke auf Frage hinzufügen, geht ein kleiner Dialog auf, in dem kann ich Pflichtfeld, Pflichtfrage oder auch Markierungsaufgabe, Single Choice, Multiple Choice auswählen, meinen Fragetext eingeben, die Antworten eingeben, Punkte vergeben und natürlich für eine Markierungsfrage die entsprechenden gültigen Bereiche für die jeweilige Farbe im Video markieren. Genauso einfach ist es auch die Korrektur der Aufgaben. Es ist nämlich autokorrigiert. Man klickt einfach auf Bewertung anzeigen und zack, hat man die Liste des Kurses da und kann sehen, wer wie was, welche Punkte hat. Und man kann auch genau angucken, wer wie geantwortet hat, indem man einfach Doppelklick auf etwas macht und zack, hat man die gesamte Liste. Und das Schönste ist, es ist nicht einfach in dem System drin. Das können Sie immer so als ein Tabellendokument exportieren für Ihren Ordner. Kannst du das mit den Kommentaren auch mal im Detail zeigen? Kann man da zum Beispiel auch etwas hochladen? Aber natürlich. Bei den Kommentaren gilt dasselbe. Ich schaue mir das Video an. Zum passenden Zeitpunkt klicke ich unten rechts auf diesen Stift und ich habe ein Kommentarfeld geöffnet. Video wird angehalten. Jetzt kann ich meinen Kommentar eingeben. Ich kann im Bild Markierungen setzen. Jeder kann im Bild Markierungen setzen. Ich kann einen Kommentar mit Farben taggen, Dateien hochladen und das Ganze kurz einen Text reingeben, speichern und das war's. Ich habe einen Kommentar gesetzt und das erscheint. Ja, super. Das Schöne ist bei diesen Kommentaren, man kann auch direkt in der Kommunikation aufnehmen. Ich kann nämlich zu einem Kommentar einen Retweet abgeben und auch dort wieder entsprechend einen Retweet zum Retweet. Auch da wieder einfach Text eingeben. Das Ganze ist direkt im Video sichtbar. Das heißt, ich sehe mit den Farbmarkierungen, wann wer geantwortet hat. Genauso auch in den Kommentaren drin. Wir wollen uns jetzt Smallpart mal anschauen mit den Kommunikationsstrukturen. Kann man so pauschal sagen, dass Smallpart Lernsituationen analog zum Klassenraum abbilden kann? Ja, genau. Smallpart kann sehr flexibel eingesetzt werden, um alleine oder in verschiedenen Gruppengrößen mit dem Video oder PDF zu arbeiten, zum Beispiel um es zu analysieren. Diese Bearbeitungsbandbreite kann unter anderem durch die Steuerung der Sichtbarkeit von Kommentaren realisiert werden, welche der Kursadmin oder Lehrende je nach Aufgabenstellung einstellen kann. Diese immense Flexibilität geht von alle sehen nur ihre eigenen Kommentare bis hin zu alle sehen alles. Ja, dann lasst uns doch mal diese Kommentarsteuerung genauer anschauen und wie damit Lernsituationen abgebildet werden. Ich gehe mal davon aus, du hast uns ein paar Beispiele mitgebracht. Aber ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht. Hier sehen wir quasi die Liste aller Möglichkeiten für die Kommentarkontrolle. Wenn wir zum Beispiel von einem Self-Assessment sprechen, das heißt, Lehrende möchte, dass die Lernenden erst etwas versuchen und später die Lösung freischalten. Das können wir machen, indem wir sagen, nur die sehen nur ihre eigenen Kommentare und später wird das Ganze on the fly eingeschaltet oder generell als Test. Das heißt, wir werden später gar nichts freischalten. Die Lernenden sehen nur ihre eigene Bearbeitung oder auch als Homework, Hausarbeit gemeinsam oder als Gruppe. Das heißt, ich kann entscheiden, ob ich alleine arbeite oder in Gruppe arbeiten lasse, zum Beispiel zur Prozessanalyse, Identifikation von Fehlern. Um es sich genau mal anzugucken, wie das Ganze aus Sicht der Lernenden aussieht, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Die Lernende heißt SU1, Gruppe 1. Und mit diesem Account sind wir quasi in Smallpart drin. Und natürlich, alle sehen alle Kommentare. Da sind alle mit dabei und jeder sieht alles. Ein weiteres Beispiel wäre jetzt hier einfach, wir sehen die Kommentare der eigenen Gruppe und die des Lehrers. Das heißt, wir haben eine typische Situation, Gruppe plus Lehrer interagiert und das können wir genauso auch abbilden. Oder man kann einfach nur Schülerin und Lehrerin sehen und die anderen sind ausgeblendet. Kann man, wenn man jetzt nicht mit Kommentaren arbeiten möchte oder zusätzlich auch mit Notizen arbeiten? Ja, die Option gibt es. Hier kann das integrierte Collabora Online Office verwendet werden und der Lehrende kann das freischalten.
Hier kann ich, wenn ich Optionen habe, das komplexer ist, die Bearbeitung, kann ich es machen. Da erscheint diesen Knopf da und da kann ich draufklicken. Schöner ist, ich kann die Kommentarfunktion generell ausschalten und nur mit Notizen arbeiten. Ich kann eine formatierte Vorlage verwenden. Ich kann auch entscheiden, ob kollaborativ in einem Dokument oder individuell gearbeitet werden soll. Das Nette daran ist, dass dieses Collabora Online Office auf dem Server läuft. Das heißt, die Studierenden und auch der Lehrer braucht nicht lokal eine Office-Anwendung, sondern das Ganze läuft auf dem Server, wird direkt dort bearbeitet. Man sieht also auch immer, welche Kommentare entsprechend schon eingegangen sind. Ich muss nichts herunterladen, hochladen. Ich habe es alles online direkt verfügbar. Exakt, man spart damit immens viel Administratives und Organisatorisches. Ja, dann wollen wir uns mal anschauen, wie kann ich denn überhaupt so einen Kurs mit einem Video, einem PDF oder einer Aufgabenstellung einrichten? Das ist ganz einfach. Ich gehe auf Kursverwaltung, Kurs hinzufügen, gebe Namen ein, verschiedene andere Details wie ein Kurspasswort und lade meine Materialien zu diesem Kurs hoch. Das kann ein PDF oder ein Video sein. Ich kann es per URL einbinden oder hochladen. Und dann habe ich noch diverse andere Parameter, die ich einstellen kann. Und natürlich auch optional an der Stelle, wenn ich das Ganze nicht über Kommentare, sondern einen Test machen will, dann habe ich Prüfungsparameter, die ich entsprechend einstellen kann. Zum Beispiel, wo die Aufgaben erscheinen sollen, als Kommentar rechts nebendran, als kleines Dialog über dem Video. Ich kann eine Dauer angeben und vieles andere auch. Und das Schöne bei der ganzen Geschichte, man hat einfach sehr viele flexible Möglichkeiten, wie man es nutzen kann. Ja, wir haben ja jetzt gesehen, Smallpart in der Nutzung, in der Lehre. Die Frage ist, gibt es darüber hinaus weitere Einsatzmöglichkeiten, Arash? Ja, man kann es zum Beispiel für Lehr- und Lernforschung einsetzen in der Schule und der Hochschule. Es wird tatsächlich auch so verwendet. Man kann es zur Kompetenzentmessung oder Kompetenzentwicklungserfassung einsetzen. Hier zum Beispiel Diagnose- und Analysekompetenz. Das wird auch wirklich verwendet zum Beispiel für solche Messungen. Oder auch Erkenntnisgewinnung. So auch wissenschaftliche Videoanalyse, qualitative Analysen. Das ist dank der Pandemiezeit, wo man sich nicht treffen konnte, ein gutes Teil gewesen, wo man asynchron an dem System gearbeitet hat. Und natürlich auch Messung der kognitiven Belastung, das heißt für Optimierung der Lernmaterialien. Das heißt, als Lehrerin, als Lehrer kann ich mal sehen, haben die Schülerinnen und Schüler das geschafft? Haben sie damit gut gelernt oder muss ich mein Material optimieren, um halt noch bessere Performance herauszubekommen? Ja, wir haben jetzt gesehen, dass man Smallpart sehr, sehr flexibel einsetzen kann. Man kann es auch sehr einfach einbinden in die entsprechenden Plattformen. Das ist das, was ja jetzt momentan auch einfach mit den ganzen Verbindungen zwischen Schulplattformen und Lernmaterialien im Kommen ist. Und genau auf diese Bausteine setzt auch Smallpart. Wir sprechen LTI, wir sprechen Single Sign-On, wir können uns per OpenID Connect verbinden. Von daher einfach, wenn Sie mehr über Smallpart erfahren wollen, sprechen Sie uns an, melden Sie sich bei uns. Wir unterstützen gerne auch bei didaktischen Konzeptionen von Kursen, bei der Einbindung von Smallpart in Ihre Strukturen und wir stellen Ihnen gerne auch einen Testaccount, eine Testinstanz bei uns in der deutschen Cloud zur Verfügung. Selbstverständlich ist es so, dass wenn Sie hier schon Arbeit reinstecken in der Testphase, dass Sie diese Arbeit auch sichern können und in eine beliebige Smallpart-Instanz nachher wieder einspielen können. Von daher Interesse an einem gemeinsamen Projekt, Interesse an Testen, gehen Sie einfach auf die Webseite www.smallpart.de. Dort finden Sie weitere Informationen, weiterführende Beispiele. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail an smallpart@igroup.org. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Projekt mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.